Deutsch für Anfänger 4, Lektion 39, Adjektive, erster und vierter Fall, unbestimmter Artikel. Heute üben wir noch ein bisschen Sprechen, mal Hagi und so, das sehe ich da. Was ist das für ein Essen? Also Umschick, Shiksayagi. Was ist das für nun? Oton, Musun. Also Irotoro, Iron, Sajin, Bomi und so. Igo, Musun, Shiksaya. Das ist ein Blablabla-Essen. Ja, okay. Das ist Samgyetang. Irum 알려줘도 의미가 별로 없죠. 설명하고 싶으면 형용사 있으면 되겠죠. Zum Beispiel, das ist ein 한국의 koreanisches Essen. Das ist ein koreanisches Essen. 이거 마지막으로 말하면 되는데, 여기 앞에서는 조금 더 의미 있는 형용사가 있으면 착하죠. Zum Beispiel, das ist ein 몸에 좋은, 건강에 좋은, ein gesundes koreanisches Essen. Das ist ein 전통적인, das ist ein traditionelles koreanisches Essen. 아니면 다 같이 하고 싶으면, das ist ein gesundes, traditionelles koreanisches Essen. 이렇게 하면 돼요. 항상 같은 음이 있어야 합니다. Also, das ist ein gesundes, traditionelles koreanisches Essen. Wie schmeckt dieses Essen? Wie schmeckt es dann? Musun maschina? Oton maschia? Dieses Essen schmeckt, 그러면, 자, 여기 형용사 넣으면 많이 말 못하죠. Dieses Essen schmeckt gut, 좋은 맛이나. Dieses Essen schmeckt lecker, 맛있는 맛이나. 별로 재미없죠. 그러면, 어떤 물건, 이 물건이 맛이나. 이 표현은 어때? Zum Beispiel, dieses Essen schmeckt nach, 명사. Zum Beispiel, dieses Essen schmeckt nach Ginseng, der Ginseng, Insamicho. Oder, 이럴 때로, dieses Essen schmeckt nach Hähnchen, Chicken. Also, Chicken maschi nanda. 혹시 Kimchi maschi 나면, dieses Essen schmeckt nach Kimchi. 혹시 맛이 이상하면, 이거 왠지 그 Plastik 같은 맛이 나? Dieses Essen schmeckt nach Plastik. 물건 맛 같이 하면, 가운데 nach 있으면, 오케이입니다. Dieses Essen schmeckt nach Salz. Dieses Essen schmeckt nach Reis. Dieses Essen schmeckt nach Fisch. 물론, schmecken 뿐만 아니라, riechen, 냄새, 이야기, 그쵸? 어떤 냄새가 나? Dieses Essen riecht nach Kimchi. Dieses Essen riecht nach Ginseng. 이렇게도 편하게 쓸수 있겠죠? 자, 그러면, 비빔밥도 한번 해보자. Was ist das für ein Essen? Das ist ein, zum Beispiel, 인기 있는, beliebtes, 간단한, einfaches. 여기 다시 koreanisches, 물론 가능하지만, das ist ein beliebtes, einfaches Essen. 여기 뒤에, aus Korea. 이렇게도 가능하죠. 한국에서 오고 있는 그냥 한국의 같은 문맥이죠. Das ist ein beliebtes, einfaches Essen aus Korea. Wie schmeckt dieses Essen? Dieses Essen schmeckt gut, lecker, gesund. Dieses Essen schmeckt nach Gemüse. 도움이 안 되겠지만, 야채 맛이나. Dieses Essen schmeckt nach, 뭐가 있죠? Schmeckt das vielleicht nach Kimchi oder schmeckt das nach Chili, Gochu 맛이나? Oder schmeckt dieses Essen nach Sesamöl? Sesamöl. Also Öl, das Öl. Kirumicho. Und Sesam, das ist dann Tamge. Tam, 이렇게 하죠? Tamge, 맞나? Tamge. Öl, Sesamöl입니다. Dieses Essen schmeckt nach bla bla bla입니다. 마음대로. 나도 잘 모르니까, 여러분 한번 생각해 보세요. Und zum Schluss, 부대찌개. Was ist das für ein Essen? 그러면 부대찌개는 어떻게 설명할 수 있어? Wie kann man 부대찌개 beschreiben? 어떻게 묘사할 수 있어? Das ist ein beliebtes, 인기 있는, einfaches, 간단한, scharfes, 매운, scharfes Essen. Oder das ist ein salziges Essen. Salzig, 잔맛이나. Das ist ein ungesundes, 건강에 안 좋은, aber, 하지만, leckeres, 맛있는, leckeres Essen aus Korea. Das ist ein ungesundes, aber leckeres koreanisches Essen. 이렇게도 문장 조금 더 자유롭게 만들어도 물론 OK입니다. Wie schmeckt dieses Essen? Dieses Essen schmeckt ein bisschen
Schokum, ein bisschen salzig und scharf, aber trotzdem gut. Kuritomashi. So, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr auch ein paar Sätze schreiben und verschiedenes Essen aus Korea auf Deutsch erklären. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.